Herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Genau. Und wir haben sehr lange Pause gemacht. Mir sind dabei die Haare ausgefallen und wieder nachgewachsen. Schön, Roland. Und deshalb wissen wir die Steuerung nicht mehr. Mein Lasso, der macht. Boah, stimmt das Lasso? Ah. Wir sollten vielleicht nachschauen, was wir machen müssen. Ja, ich glaube, wir müssen zu dem Totenkopf, oder nicht? Okay. Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Wo ist denn der Totenkopf? Wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Okay, was hast du denn da auslösen? Ah. Je, du hast ein Foto gemacht. Oh, cool. Du bist ein Profi-Fotograf, Florian. Ja, ist das jetzt eine Trophäe? Boah, boah, geil, wir haben noch kein Achievement gekriegt, gell? Echt? Mhm. Oh, das ist aber traurig. Oh, entschuldigen Sie, Sir. Ups, fuck. Ah, da, okay. Boah, das boah, du rassistisches Schwein. Ja, der schlagt dich nur, weil du schwarz bist. Aber echt, ey. Ich kann nur nochmal betonen, die Welt ist brutal. Ah, okay. Aber steck mal den Nein, steck sie weg, Mann. Alter, okay. Hat der dir gerade zu seinem Schniepel gesteckt? Ja, ja. Da wo man halt seine Waffe als Gangster. Nee, stimmt, weil da greifen sie bei den Abtastungen nicht hin. Das macht voll Sinn. Ja, außer du bist ein Falschen. Dann greift er mit viel Lust. Achso, das kann da auch passieren. Warte mal, ich glaube, wir müssen zu der Cam. Und schau. Nein, würde ich falsch. Oh Gott, dass du das machen musst. Ich hätte jetzt schon keine Ahnung, was ich da machen soll. Mitnehmen. Ah, schau, da ist eine Türe. Aber warte mal, LB zum Öffnen oder Schließen. Hacken. Und jetzt? Ah. Hallo Person. Boah, ich merke schon, die Fritz Cola wird meinem Gasausstoß nicht helfen. Boah, irgendwas blinkt da rot. Der Typ? Ja, na, bei der Steuerung. Boah, du hast den. What the fuck? Ich immer voll, hätte die Spiele noch nie zuvor gespielt. So komme ich mir auch vor und ich schaue nur zu. Okay, jetzt probieren wir mal. Wie laufe ich schnell? Das war schon R2, gell? Ja, wir wollen es nicht reindrücken. Das ist doch immer rein. Oh. Wow. Assassin's Creed macht er da. Warte mal, ist das die gleiche, die ich gerade aufgemacht habe? Na. Das ist Assassin's Creed. Da haben sie nur ein anderes Skin drüber gelegt. Und ein Enzio schwarz eingefärbt. Oder wie auch immer der Typ von Assassin's Creed heißt. Nimm mal Ezio. Also, ihr gedacht, er ist Enzio. Nein, Ezio. Wie Enzian. Aber jetzt auch nicht mehr. Ma, wie kommen die rein? Ma, wo ist denn mein Runner's Vision? Ich weiß es nicht. Wäre ganz hilfreich. Aber du kannst Nudelmaps verwenden, das weiß ich noch. Ich glaube nicht, dass die mich da hinführt, oder? Ich schau mal ins Missionsmenü, was wir machen müssen, bitte. Ach so. Welche waren das? Ich habe keine Ahnung, aber das hat es irgendwo gegeben, gell? Das ist Forschungs-App. Ah, doch, die Forschungs-App. Oder? Nein, das ist das. Das ist DeadSec-App, glaube ich. Da. Ja. Das ist ja eine Hauptmission, oder? Nein, das ist eine Online-Operation. Das ist wieder der gleiche Scheiß wie. Schau, wir haben nie noch mal was ausgemacht. Da macht Cyberdriver. Wir machen jetzt Cyberdriver fertig. Das war das Coole mit dem Auto, das wir geklaut haben. Okay. Oder habe ich das geträumt? Nein. Finde die Kerndaten im Irgendwo-Center. Ja. Das ist genau das, was wir, glaube ich, ausgewählt haben. Ja, aber das war nicht ausgewählt, oder? Nicht? Ja. Doch, weil deshalb hat es ja auch so angezeigt. Mhm. Also, ich verstehe. Das heißt, wir müssen jetzt in den Underground kommen. In den Underground. Obwohl ich keine Ahnung habe, von wo aus ich da hinkomme. Das schauen wir nochmal. Ah, das ist eine Untergrundgarage. Ha! Oh, vielleicht können wir da über die Einfahrt rein. Wow. Wo ist denn die? Ich hab keine Ahnung. Aber wenn du mal. In die Richtung. Ah, ja. Vielleicht wenn du da oben rauf. Nein, oben rauf gehst, ist keine gute Idee. Nein, ich versuch mal außen rum. Ja, geh mal. Fahr mal außen rum. Wir sind faul und wollen. Ja, schau, du siehst eh bei der Karte, da ist die Einfahrt eingezeichnet. Und ich finde, man kann die paar Meter schon gehen. Jetzt ist die Frage, ob wir ein Radio ausschalten oder nicht. Ah ja, stimmt, sollten wir eigentlich gehen. Irgendwie schon. Aber das ist jetzt nur Store.
Ah, du bist gerade sehr weit gefahren. Du könntest auch noch in die Garage reinfahren. Ich hab gerade falsch geschaut. Oder wie schaltet denn das Radio aus? Das ist irgendwie... Fuck! So nicht. Du musst das wieder aufsammeln, sonst bleibt das da liegen. Ja, kann ich das nicht jederzeit nach? Nein. Ach so. Sonst müssen wir es neu ausdrucken aus unserem 3D-Drucker. Okay, wie schaltet das Radio aus? Irgendwo am Handy. Oder irgendwas lang drücken, Select lang drücken? Nein. Ah, da sagt es uns gleich, wie das Lied heißt. Okay. Das braucht man nicht mehr sein. Ich kann mich ganz, das ist das Gleiche. Ich beeil mich. Das ist ja kein neues Lied. Okay. Ich hab's vergessen. Egal, jetzt sind wir am Ziel. Boah, America's Greatest Beer. Da sind die. Nein, America the Great. Oh mein Gott, da ist jemand. Die werden sicher gleich anfangen schießen, wenn wir da reingehen. Ja, aber dann schießen wir zurück. Ja, aber wir sind in einer Tiefgarage von einem normalen Haus reingefahren. Dass wir da gleich erschossen sind. Ist das ein Problem? Ja. Ah, du meinst wohl der Alarm gerade. Das brauchen wir, oder? Warum machen wir eigentlich sowas? Oh mein Gott. Können wir versuchen jetzt... gedownt zu sein, indem wir so ein Auto fahren. Aus der Garage kann man gar nicht rausfahren. Ah doch, da ist er da. Da, glaube ich. Da hack's auf. Fuck. Das ist voll. Wann machst du deinen Führerschein? Jetzt gerade nicht. So. Schau mal, wie kacke das. Okay, so, jetzt fahren wir aber wieder. Ah, diese schönen Winterreifen. Ich weiß mir nicht, wie das Radio ausschaltet. Wir müssen einfach so laut drüber schreien, dass das keine Erkennung schafft. Okay, wo muss denn ich hin? Zu dem Kamerasymbol, das blinkt. Ah. Was ist denn das überhaupt für ein Ding da? I have no idea. Oh mein Gott, da ist die Boots! Unauffällig fahren, unauffällig. Ja, aber das zeigt an, wir haben ein Rufezeichen, ein dreiecksverkehrtes Rufezeichen. Das bedeutet, dass wir von der Putz gesucht werden. Jetzt nicht mehr. Ah, warte mal, ihr könnt Noodle Maps. Ja, aber jetzt ja, doch, du kannst das auswählen, gell? Mhm. Dann weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Du kannst aber auswählen, dann zeigt es das an. Okay. Siehst, jetzt brauche ich nicht mehr auf die Map schauen. Jetzt kann ich rausfinden, wie die Dinger ausschauen. Man hat irgendwas halten, ich glaube nach unten. Steuerkreuz nach unten halten? Na, Steuerkreuz irgendwo anders hinhalten? Na, wo müsste ich warten? Nach links habe ich das Ding aktiviert. Ja, irgendwas war das aber. So in der Art. Weil da ist man dann in dem Ding, hat es dann so. Ja, ich weiß nicht, okay, der war es nicht. Vielleicht reindrücken? Hey, das ist eine Idee. Das probieren wir. Naja. Was? Na. Wo war die Hupe? L3 ist die Hupe. Das ist sehr wichtig. Verdammt, das letzte Mal haben wir das noch gewusst. Ja, man würde meinen, auf so einem Controller gibt es nicht so viele Alternativen, gell? Ja, das ist immer wieder interessant. Ah, don't. Da, du musst abbiegen. Ich war zu angetan von der Explosion, die ich verursacht habe. Ah, don't. Weil du nicht cares, Flo. Du cares zu wenig. Genau. Deshalb ist überall so viel Staub, weil du zu wenig cares. Don't care. Das sind immer richtig, oder? Das wäre mal ein witziges Ding. Weil es gibt so viele Lieder, wo sie I don't care singen. Stimmt. Also man muss sie da jetzt. Ja, du musst jetzt das Auto klauen. Oder einhacken oder so. Oh mein Gott, die. Gib mir so eine Katze hin. Jetzt haben wir jetzt safe. Yeah. Schau, okay, da ist Knight Rider, genau. Knight Rider. Hacker lieben Herausforderungen. Hacker. Ja gut, aber allein das Lied wird sowieso schon wieder geflaggt werden. Das ist nicht so gut. Ja, weil beim anderen war es nicht mehr das Lied aus dem Intro bei der ersten Folge. Wow. Funky, hey. Das ist, weil Knight Rider im Spiel ist. Ja, aber Knight Rider Musik klingt schon viel cooler. So? Ich glaube nicht. Ja. Du wirkst wie aus so einem Aerobic-Video. Ja, das will ich auch sein. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an das eine, was nachher Game One, also noch nicht mehr Game One verwendet haben, sondern Rocket Beans. Ja, von Moin Moin. Ja. Ja, das finde ich voll geil.
triggert mich so ein bisschen. Ja. Obwohl, sie haben es jetzt wieder blank gepasst. Jetzt haben sie wieder neue Gesichter reingetrackt. Geil. Von denen, die halt öfter mal machen und so ein bisschen länger gemacht und so. Wow, jetzt haben sie es voll schier angemalt. Du musst dir aber auch mal das Originalvideo von dem Lied anschauen. Habe ich mir sogar. Ah, ja. Das ist so geil. Es ist so scharf abartig. Das ist echt gut. Wie die immer alle grinsen. Voll. Als wäre das das Geilste, was sie machen können. Tja, wenn das deine Leidenschaft ist. Ja. Aerobic ist meine Leidenschaft. Nun komisch, dass jetzt keiner mehr Aerobic macht. Jetzt gibt's andere hippe Sachen. Ja, Yoga. Genau, Yoga. Obwohl, das ist, glaube ich, auch schon immer hip. Schon. Ja, es gibt aber so Kombinationen meistens. Ach so. So Yoga kombiniert mit irgendwas an. Oh mein Gott, da rennst du. Bam, 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 bam. Geil. Brum, 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 brum. Ich mach's gerade voll hin. Schau, aber ist das eine Chance? Ja. Geht schon. Monsterstunt, Monsterstunt. Slow-mo. Boah, das war ja lame. Boah, ist das lame, was hat der für eine Fahrphysik? Aber vielleicht bin ich auch das andere Spiel da gewohnt, das ich gespielt habe. Welches war das? Ja, das andere Autorennspiel da, das ist Blitzsekunde. Ach so. Wie heißt das? Ja. Ja. Wo ich eine Folge aufgenommen habe. Die ihr auch unbedingt ansehen sollt. Weil sie hat viel zu wenig Aufrufe. Können aber echt mal das Blitzsekunde hören. Ja, das wäre voll geil. Also, sagt, seid ihr dafür für ein Split-Second-Tournament? Ich bin dafür, dass wir nur Rennen spielen. Dann schreibt das in die Kommentare. Mhm. Vielleicht schreibt mir Kommentare. wir dürfen auch nur Rennen spielen, okay? Okay. Was gibt's da sonst noch? Es gibt auch noch Eliminationsrunden und da habe ich bis jetzt immer verloren. Und bei Rennen bin ich meistens. Oh mein Gott! In diesem Auto ist kein Fahrer! Hätte ich gedacht, wir sitzen im Auto. Nein, wir fernsteuern nur. Ach so. So wie ich das jetzt mal. Oh Gott, ich hätte es nicht machen sollen. Doch, sicher bist du da, oder? Nein, was? Schau, ich zeig's dir. Ich hab's jetzt eh gesehen. Ja. Oh mein Gott, in dem Auto ist kein Fahrer! What? In diesem Auto ist kein Fahrer! Was? Boost? Wie kann ich da boosten? Boosten! Boosten, hell! Sehr gute Frage, ich werde jetzt falsch voll ins Wasser. Ja, das hätte ich auch gewettet. Dein Fahrzeug wurde zerstört. Ich glaube, du bist gestorben. Ja, vielleicht sollte man von ultra schwierig, sonst im Zweifelsfall mal auf nur sehr schwierig stehen. Bei mir so ein Pro sein, obwohl ich den echt kein bisschen mal boostet. Ich glaube, das ist der Heckbutton. Ah. Nein, ist nicht. Ah. Ah doch, halt der A gedrückt. Ah. 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 Für Overdrive. Das sieht voll unfair, schaut es wieder so aus, das könntest du viel besser. Das sieht tatsächlich ganz viel besser. Irgendwie ist es wie Overdrive, macht für keine Ahnung mehr, wie man driftet oder so. Aber mir jetzt voll gewundert, dass Split Second ja? so voll die Abzocke betreibt. Was meinst du? Ja, es hat ja Split Second gegeben ja? und danach Split Second Velocity, was einfach 1:1 das gleiche Spiel ist. Achso, das habe ich nicht gewusst. Doch, es ist absolut kein Unterschied. Okay. Sie haben es halt nur für die Konsolen nochmal rausgebracht und so, aber einfach einen coolen neuen Namen drunter geschrieben, damit man eher denkt, dass es ein anderes Spiel ist. Okay, das haben wir nicht gewusst. Nee. Nicht einmal das Menü ist anders oder so. Geil. Also im Menü von Split Second Velocity steht nicht einmal Velocity drin. Geil! Okay, das nenne ich echt Mühen. Aber das Cover ist anders, also sie haben das Cover cooler. Steht auf dem Cover Velocity? Auf dem Cover steht's. Ja, das ist ja irgendwo, muss es ja stehen. Aber sie werden schon gedacht, dass sie machen ein Style-Redesign, damit es ein bisschen cooler ausschaut und so vielleicht ein paar Vollidioten, die es für PC gekauft haben, nochmal kaufen oder so. Genau. So, jetzt schauen wir mal, ob ich es dieses Mal drüber schaue. Oh! Wow. Ja, ich glaube, ich bin drüber gekommen. Ja, warum wohl? Warum nur, Roland? Ich wette, ich schaff's trotzdem nicht bis zum Ziel. Warum machen sie das eigentlich? Weil wir Fame wollen und spektakuläre Stunts ausführen. Die von Leuten auf Insta-Fuck, wie auch immer das da heißt. Fuckster? Insta-Fleischkäse.
Insta-Fahrer. Nein, das ist was anderes, Flo. Weißt du, dass ich immer Werbung kriege in meinen Mails? Mhm, genau. Und sobald ich auf meine seriösen Seiten gehe. Mhm. Okay. Jetzt kenne ich mich aus. Ja. Als würde das irgendwen interessieren. Was denn? Ja, das, was wir da machen. Ich finde es immer gut, dass die immer voll wuh durchschreiben. Ja, eben, ich hasse das. Es gibt, kennst du den Film, wie heißt der? Boah, da fällt mir was ein, ich muss meinen zweiten Teil anschauen, weil den habe ich gemietet und das läuft ab. Aber egal, erster Teil ja? von Now You See Me. Der Film mit dem Magier, der ist so ein bisschen Oceans-Reihe mäßig, aber mit so Magier. Ja, den kenne ich. Da gibt es einen zweiten Teil? Da gibt es jetzt einen zweiten Teil, ja. Und ich wollte mir den einmal anschauen und den hat es für 99 Cent gegeben, deshalb habe ich mir ihn gemietet, aber ich vergesse das immer. Ich habe jetzt schon 10 Filme oder so mal gemietet und vergessen und dann waren sie weg. Mein Film wurde geklaut. Ja, na, aber auf jeden Fall im ersten Teil ist das auch so. Immer wenn die was machen, von Sekunde 1 bis das aus ist, sind Leute da, die, wow, yeah, voll geil, yeah, wow, oh mein Gott, yeah, wow. Und das geht immer durch und ich finde es so scheiße. Weil das macht doch niemand. Wow, schon scheiße aus. Das war jetzt gerade echt mies. Wow. Klatsch ein, Roland. Ja, wir haben die Stadt in die Luft gejagt. Ja, wir sind solche coolen Hacker. Genau, ich dachte, du darfst wieder. Ja. Ich habe einen Ladebildschirm gehabt, jetzt bist du ja. Ja, ich hab dann die Katze. Die Zahlen hören nicht auf zu klettern. Wow. Das war ein gutes Ziel. Ich weiß schon, wie viele Leute mir da jetzt niedergefahren haben. Ja. Arme Unschuldige. Ja, aber die Leute können uns nicht mal deabonnieren. Stimmt! Weil wenn sie tot sind, können sie den Deabo-Button nicht klicken. Stimmt, jetzt verstehe ich ihre Taktik. Ich meine so richtig. Ja, meinst du richtig? Höher zielen. Oh ja, genau davon rede ich. Genau davon rede ich, Alter. Das klingt wie Anspielung. Na. Doch. Aber so, ja. Das sehen wir beim Schaust nächsten Mal. Schaust du zu? Na doch nicht. Ich hab gedacht, das ist das Ende von der Scheißkatzin. Blödtube.com. Der Kanal für Volldeppen, Blödtube. Hab ich recht. Blödtube. Das hört man unsere Sachen hochladen. Ich muss wissen, ob es die Seite gibt. Die gibt's mittlerweile sicher. Weil wir schau die doch an! Trachten. Ja, aber schaut, der macht Yoga und wenn der das in dem Spiel macht, muss das hip sein. Ja, okay, das Zugriff auf unser Server. Aber vielleicht ist das eine modernere andere. Scheiße, Mann, jetzt schrei mir nicht ins Ohr! Sein, so. Okay, es bringt mich auf gamingnerds.net. Geil, das ist doch voll spacken. Wenn man so eine wertvolle Domain hat, muss man die doch annutzen. Jetzt fehlt nur noch der Handschlag. Wir arbeiten mit der Humanai Zulu. Humanai Zulu. Für den Fall, dass die mitmachen. Ja, auf jeden Fall. Kollateralschadenklausel in Kraft tritt. Kollateral. Die Kollateralschadenklausel. Außer ab mit Skrat. Okay, das war's. Weitere Yoga-Übungen in der nächsten Folge.